Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, wir sind wieder bei Dirt 4. Letzte Folge habe ich ja gesagt, dass ich gleich mit euch weiterfahren will. Ja, und das möchte ich auch. Michigan Wood Rally haben wir ja abgeschlossen. Wir werden jetzt einen Schwierigkeitsgrad wieder runtergehen. Ja. Ja, so machen wir das. National US Open, die hatten wir gerade abgeschlossen. Michigan Wood Rally und jetzt geht's hier weiter. Ja, wir gehen auf fähig. Das ist zwar das leichteste, aber wir fahren wie gesagt mit Simulation und mit Lenkrad. Ich meine mit Lenkrad, ja, was soll ich dazu sagen? Hab's ja schon im letzten Let's Play erwähnt. Diese höheren Schwierigkeitsgrade, knallhart, also das ist nur, ja, für mich ist es nicht machbar, wie gesagt, also herausfordernd werden wir nicht erst, da haben wir ja im letzten Let's Play gesehen. Und ja, ich würde sagen, hier können wir runtergehen, das bringt nämlich ein Ende an EP dazu. Wir gehen auch auf 2 Neustarts, also das, na okay, 3, so, könnte schon mal passieren. Wir wollten die automatische Reparatur ausmachen, damit wir das selber machen können. Ja, so wie es jetzt ist, lassen wir das. Okay. Wir haben den 22.09. 22.40 Uhr.
starten. Okay, viel Glück da draußen. Ich werde dir die Notizen klar und deutlich durchgeben. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Links 6, Überpumpe, senke 150. Offene Kehle, rechts, Kosten außen 60. Kosten außen. Offene Kehle, links. Rechts 6, Milch schneiden. Untere in links 4. Und rechts 6. Rechts 5. Und rechts 4. Pfosten außen 200. Rechts 6, Überpumpe 100. Links 6, Milch schneiden. Und links 4, da 200. Links 4, lang, innen halten, links steigen, 250. Rechts 4, lang, innen halten, nicht steigen, 60. Rechts 5, nicht steigen. Und rechts 4, nicht steigen, 100. Links 4. Und rechts 6. Und links 5, 100. Rechts 4, lang, mach zu, innehalten, nicht schneiden, und links 6, 150, rechts 4, lang, innehalten, 60, links 5, 60, bis Ziel. Okay, fahr zum Marshall. Ja, okay, haben wir das Tor nicht getroffen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Ja, ich kann euch ja mal eine Wiederholung anzeigen. Dann seht ihr, dass ich doch gar nicht so langsam gefahren bin. Schaut's euch an. Und rechts 6. Nö, von da an wollen wir das nicht sehen. Kann man das vorne machen? Links 5, 60. Bis 10. Ansatz zum Marshall. Das wollte ich eigentlich jetzt so nicht sehen. Können wir zum ersten Mal selber reparieren. Lest euch das mal vor.
Dein Fahrzeug ist beschädigt und wir sollten versuchen, es vor den nächsten Wertungsprüfungen zu reparieren. Wir haben nur 30 Minuten Zeit. Wähle deine Reparaturen also sorgfältig aus. Wenn wir die Zeit überschreiten, bekommen wir eine Strafe. Sind 45 Minuten vergangen, ist es nicht mehr erlaubt, weitere Schäden zu reparieren. Wähle empfohlene Reparaturen, wenn du möchtest, dass der... Ach, das macht der Chefingenieur. Alles klar. Alternativ kannst du die Reiter, Triebwerk, Antrieb und Chassis ansehen und selbst zu überprüfen, welche Reparaturen notwendig sind. Ja, da möchte ich natürlich mal reinschauen. Fahrzeug waschen, nee, das benötigt Zeit, das brauchen wir nicht. Aber geil, dass man das auch machen kann. Triebwerk, keine sichtbaren Schäden, auch nicht. Sieht es so aus, als wäre folgende Komponente beschädigt, Karosserie. Das könnt ihr euch jetzt durchlesen, wenn ihr auf Pause drückt, das wäre für mich jetzt zu viel. Könnt ihr auf Pause drücken, euch durchlesen. Alles klar, ich mach weiter. So. Leichter Schaden an der Karosserie und Scheinwerfer. Können wir jetzt aber nichts reparieren, oder? Aha, Standardreparatur. Das ist ja locker machbar. Hat er das gespeichert? Ja. Hier ist alles in Ordnung. Triebwerk ist auch alles in Ordnung. Na gut, da können wir uns alles noch erlauben. So, fertig. Ist er hier auch? Ja. Gut. Und Credits hat es auch 76 gekostet. Alles klar. Dann geht es jetzt weiter in die nächste Wertungsprüfung. Ist nicht repariert worden. Mit einer guten Fahrt schaffen wir es vielleicht in eine höhere Klasse. Ja, das ist in der Sache. So, dann wollen wir uns mal konzentrieren. 4, 3, 2, 1, los! Links 6, überkuppeln, senke 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innenhalb 60. In links 6, durch Senke, Spritzwasser, rechts 5. Und links 6. Links 4, in links 2, 60. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden, 130, links 4. Und rechts 6. Und links 5. Links 5, 60. Rechts 5. Eieieiei. Aber wir können jetzt, das müssen wir neu starten. Es gibt leider keine Rückspulfunktion. Müssen wir nochmal neu starten. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Links 6, überkuppeln, senke 60. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innenhalb, 60. In links 6, durch Senke, Spritzwasser, rechts 5. Und links 6. Links 4, in links 2, 60. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, rechts schneiden, 130, links 4. Und rechts 6. Und links 5.
Links 5, 60. Rechts 4, durch Senke. Mittig halten, über Kuppe. Links 5, 200. 200 über Wellen. Rechts 6. Und links 5, 40, durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 6. Und links 5, 40, durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, 150. Rechts 4, lang, innenhalb, 80. Links 6, lang. In scharf links, 60. Rechts 5, 60. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 250. 200 über Wellen. Links 5, 60. Scharf rechts. In rechts 6, lang 80. Rechts 4, lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden, 100. Links 4, bumm. In rechts 6. Und links 5, 150. Rechts 6, über Kuppe, 150. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Na, das war eine saubere Etappe. Hat Spaß Tolles gebracht. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Ja. Haben wir gut hinbekommen. Die Wiederholung ansehen. Innerhalb 60. Weil das sieht sehr geil aus. 6, durch Senke, Spritzwasser. Die Grafik ist auch besser als auf der Konsole. Wir spielen ja auch in Ultra, also maximale Grafikeinstellungen in Ultra. Links 2, 60. Ich lade jetzt auch wieder alle Folgen rechts für euch mit 60 Bildern hoch. 1080p, 60 Bilder. Und rechts. Und rechts 6. Und links 5. Links 5, 60. Geile Ansicht, ey. Das ist ja geil gemacht. Links 5, 40, durch Senke. Rechts 6, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 6. Geile Ansicht hier. Links 6, rechts schneiden. Und links 4, lang, 250. 200 über Wellen. Und rechts 6, nicht schneiden, 100. Links 4, plump.
waren wir, sieht man immer ganz, ich zeige es euch mit der Maus, hier sieht man das an dem Balken hier. Hier sind wir eher nicht im Durchschnitt. Durchschnitt wäre ungefähr hier. Also hier wäre es noch ein Ende schneller gegangen. Kann man hier hochscrollen? Kommt noch zwei Rennen. Wieder Nebel, aber ich kann mich noch dran erinnern. Wir sind das ja schon mit den Ford Focus und Opel Adam gefahren, dass diesmal der Nebel nicht so stark ist. Trink noch mal einen Kaffee aus. So, dann kann es losgehen. Wird aber trotzdem nicht einfach, die Etappe. Okay, leichte Verspätung. Wir können bald los. Leichte Verspätung? Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los! Rechts 4, durchsenken, mittig halten, über Kuppe, links 5, rechts 6, und links 5, 40, durchsenken. Rechts 6, über Kuppe, nicht schneiden. Rechts 5, nicht schneiden. Und rechts 4, nicht schneiden. 80. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 100. Links 6, nicht schneiden. Und links 4, lang, 200. Links 4, lang, innenhalten, nicht schneiden. 250. Rechts 4, lang, innenhalten, nicht schneiden. 60. Rechts 5 und rechts 4, 60. Rechts 5, rechts halten, 60. Scharf links, 60. Kuppe, 200. 200, überlegen, 60. Rechts 6 und links 5, 40, durchsenken. Rechts 6, über Kuppe. Links 6 und rechts 4. In Welle. Und links 6. Rechts 5, rechts halten, über Kuppe, 60. Scharf links, 60. Kuppe, 150. Links 4, lang, innen halten, nicht schneiden, 100. Rechts 5. Und rechts 4, 60. In links 6, durchsenken, Spritzwasser, rechts 5. Und links 6, 150. Rechts 4, lang, innenhalb, 60. Kuppe, 60. Scharf rechts, 60. Pfosten, außen. Links halt, über Kuppe. Links 5, 60. Rechts 6. In links 4. Lang. Macht auf. Innenhalten. Nicht schneiden. 200. Bis Ziel. Okay. Fahr zum Marschall. Ah, es fährt sich aber richtig geil. Super Ergebnis. Also, gut gemacht. Bin super zufrieden. Also ich kann wirklich sagen, also jetzt mit dem Lenkrad und jetzt mal von den kleineren Autos weg mit Frontantrieb, also der Lancia Delta fährt sich mit dem Lenkrad auf Simulation
schon sehr geil. Ja, das macht ein Ende mehr Spaß als mit dem Ah, und ich habe ja auch noch ein Let's Play von einem anderen YouTuber geguckt, der das auf Konsole gespielt hat. Ich glaube auf der PS4 und auf dem PC ist deutlich bessere Grafik. Wenn ihr das mal vergleicht, also das ist schon ein großer Unterschied vom PC zur Konsole. Aber nimm empfohlene Reparaturen. Ah, gibt eine Errungenschaft. Das habe ich mir schon gedacht. Empfehlung übernehmen. 2 Minuten und 3 Sekunden. Auf die Sekunde genau. Jawohl. Danke. 78 Credits. Ja, schön schmutzig geworden. Das soll auch so bleiben. Wenn wir uns einen guten Ruf erarbeiten, können wir an angeseheneren Events teilnehmen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Kuppe 100, 130, rechts 2, in rechts 4, rechts 6, und wenn in links 4 und rechts 6, 200, links 6, Überkuppe, senke. Pfosten außen, offene Kehre, links 150. Hopp! Rechts 6, Überkuppe, runter. Rechts 4, lang. Und rechts 6, 200. Rechts 4, lang, innerhalb, nicht schneiden, 250. 200 übernehmen, 80. Links 4. Und ja, wir sind unstabil auf der Hinterachse geworden. Beim Anbremsen, das ist aber auch realistisch. Lang, nicht schneiden. Und rechts 6, nicht schneiden, 80. Rechts 5, links 5. Oh, 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 oh! Oh, Glück gehabt! Rechts 4, lang, innerhalb, 60. Links 5, 60. Bis Ziel. Alles klar, langsam für den Marshall. Uns einen kleinen Schaden eingefahren. Aber ich wollte jetzt, weil das heute mein letztes Rennen ist. Perfekt, super Ergebnis, gut gemacht. Ja. Ich wollte mal ein bisschen mehr ans Limit gehen mit dem Wagen. Und dann kann sowas dann auch schon mal passieren. Aber ich glaube, wir sind immer noch Erster. Auch nicht so auf die Platzierung jetzt an. Wir fahren ja sowieso nicht mit den Gegnern auf der Strecke wie bei Assetto Corsa oder anderen Simulationen, sondern wir fahren ja alleine. Und da geht es ja eigentlich nur um den Fahrspaß, den man jetzt hat mit dem Lenkrad und ja. Und dafür kriegen wir jetzt aber auch immer volle Punkte.
Ja, das war die nationale US Open. Hat mir sehr viel Spaß gebracht. Vor allem, weil wir uns jetzt an den Wagen gewöhnt haben. Ja, also muss ich sagen, also mit Lenkrad und auf Simulation fährt sich super. Ja, natürlich nicht wie Dirt Rally, das werde ich euch auch noch auf meinem Kanal zeigen. Ist klar, Dirt Rally habe ich auch. Ist natürlich eine bockschwere Simulation, aber das kommt dem schon auch ziemlich nahe. Also ich bin mittlerweile super angefixt von dem Spiel, kann man sagen. Ja, und wir haben auch schon wieder 150.000 Credits. Das heißt, ja, hier sind wir jetzt fertig. Wir könnten natürlich jetzt auch noch mit anderen Autos das auch alles noch fahren. Also das, ja, es lohnt sich schon. Aber wir machen es natürlich nicht. Im nächsten Let's Play gehen wir hier nach Australien. Australische Herausforderung. Können wir nochmal reinschauen. 4 Strecken in Australien. Ja, und wir könnten mit dem Lancia Delta weiterfahren. Ach, hier kann man auch schon in diese Gruppe rein. Ja. Müsste ich mir überlegen. Ich würde sagen, wir fahren das eher mit dieser Gruppe hier weiter und holen uns in dieser Gruppe noch ein anderes Auto. Leisten könnten wir uns den Ford Escort, aber der ist zu teuer. Ich glaube, der günstigste war der Lancer oder der Subaru. Einen von den beiden werden wir uns nehmen. Ja, und dann fahren wir in Australien. Heute nicht mehr, aber ich werde gleich noch weiter zocken. Ja. Alles klar, meine lieben Freunde. Ich bin hier raus hier. So. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß heute mit Dirt 4. Geiles Spiel. Der Kauf hat sich sehr gelohnt. Ja, und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Okay, ich wünsche euch wie immer noch alles Gute. Lasst es euch gut gehen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, in der nächsten Folge. Alles klar. Euer Robin Hood. Bye, bye.